Willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, wir beginnen in Deutschland und die Fiona-Zucht war bis jetzt nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Wir haben jetzt hier insgesamt 4 Hengste Stufe 1 stehen. Einer ist noch in der Zucht. Diamanten zum Aufwerten haben wir hier jetzt gerade nicht. Haben wir denn noch einen Platz frei? Nein. Gut. Oder auch nicht. Da muss ich mal schauen, dass ich ein Pferd wegschicke. Ah, Soraya wollten wir ja eigentlich auch züchten. Fantasieinsel hatte ja erst Platz. Dann können wir da bestimmt nochmal... Schicken wir da Zeus hin. Und dann verkürzen wir hier mal, denn ich habe im Off einmal gezüchtet und da hat es dann geklappt mit einem Stütchen und auch noch Stufe 2. Ich hoffe, dass die Verkürzung jetzt reicht. Ja, dass wir sie uns jetzt schon mal ansehen können. Vielleicht schon mal ein bisschen füttern. So. Und damit steht auch fest, dass die Hengste jetzt erstmal auf die Weide gehen zum Trainieren. Denn wenn, dann möchte ich mit Stufe 2 gleich weiter züchten, wenigstens. Aber jetzt schauen wir uns die kleine Maus erstmal an. Die Milli. Ja, füttern können wir sie auch. Wie viele Punkte braucht sie denn? 100, um Level 2 zu erreichen. Machen wir das, denke ich mal, so ein bisschen nebenbei. Denn wir müssen auf jeden Fall erstmal mal in die Post schauen. 21 Nachrichten. 15.200 Münzen als Stallbursche verdient. Dann 6-mal ja, in Mexiko überholt. Ja, bei den Rennen muss ich mich wieder ein bisschen ranhalten. Dann gibt es Zwillingspunkte. Vielen Dank. Ja, schade, dass da immer nur von Freunden steht, aber gut. Ja, das Dorf wurde besucht. Dann noch mehr Zwillingspunkte. Boah, Wahnsinn. 4.507 Münzen als Zuchtbelohnung. Dann wurden auch noch die Pferde gestreichelt. Noch mehr Zwillingspunkte. Ja, ein neuer Rekord. Gut. Damit haben wir das meiste geschafft. Ich war heute zumindest schon mal Pferde streicheln und Freunde besuchen. Ja, wir haben jetzt 354 Punkte. Mal schauen, ob wir die 900 noch hinbekommen. Aber wir haben noch 10 Tage Zeit. Also von daher sollte das klappen. Hoffe ich. So, dann füttern wir die Kleine nochmal. Und dann schauen wir uns gleich erstmal um. Unser Soraya-Hengstchen ist erwachsen geworden und der sieht echt... schick aus. Würde ich auch sagen, fangen wir hier auf der Seite an. In Montana. Die Oase ist auch fertig. Wir können mal schauen, ob wir da rein können oder ob dann das Spiel wieder abschmiert. Wie momentan auf der Fantasieinsel. So, aber zuerst der Gute. Und ich muss sagen, er gefällt mir echt gut mit seinen Streifen, zweifarbige Mähne. Zeig dich mal. Mit seinem Aalstrich. Gehen wir nochmal in die Umkleide. Doch. Ich muss sagen, der gefällt mir echt richtig, richtig gut. Ja, hier haben wir einiges, ja, was wir theoretisch... Aber ich glaube, ich möchte ihn lieber so ohne irgendwas lassen. Wobei, das steht ihm ja echt schon gut, ne? Blau. Haben wir denn jetzt auch irgendwas Neues? Ne, das müsst nur alles kennen. Das hier? Das gehört bestimmt zum Ritter. Boah. Wahnsinn. 100 Diamanten. Ja, momentan haben wir es mit den Diamanten nicht so locker, deswegen lassen wir das lieber.
Gut. Könnten wir ja mal schauen, ob wir ein Stütchen finden auf Stufe 3. Wenigstens. Wobei, die haben auch schon Stufe 4, ne? Na egal, wir gucken erstmal Stufe 3. Ja. Das ging flott. Die Lady. Oha, hier ist ein schönes Labyrinth entstanden. Wahnsinn. Hier ist die Zusatzoase. Und die andere Oase steht hier vor der Weide. Streichen wir die anderen Pferde auch nochmal. Das ist die Heiligkeit. Ja, die habe ich ja leider nicht. Aber gut, vielleicht haben wir irgendwann später nochmal die Chance darauf. Okay. Wir lassen uns einfach überraschen. Und es wird Stufe... Ist es Stufe 1? Stufe 2? Stufe 1. Aber ein Stütchen. Immerhin. Ja, gut. Chancen waren jetzt nicht so schlecht, aber... Geht. Gut. Ja, wollen wir mal in die Oase schauen? Nee, das sieht gut aus. Okay. Sieht aber, glaube ich, so aus wie vorher auch. Aber ist egal. Hauptsache mehr Platz. Die ist ja echt so schon schick. Ja. Dann können wir Muffy, glaube ich, auch mal trainieren schicken. Ne? Okay. Gut. Dann sollten wir vielleicht mal hier die Truhen öffnen. Ja, und hier gibt es wenigstens noch einen. Und Rennen laufen. Ina, ja. Dreimal können wir mit ihr starten. Das vierte Mal müssen wir mal schauen, ob wir sie noch füttern können. Ob wir das dann auch noch hinbekommen. So, ein toller Start. Ist ja schon mal die halbe Miete. Ah, ja. Nee, ich glaube, das wird nichts. Doch, kurz vorm Ziel. Aber knapp. Ja, der Start war nicht so toll, aber der zweite Platz wäre schon noch schön, aber ich glaube, das wird nichts. Nee. Hätten wir noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann hätte es vielleicht klappen können. So ist es leider nur der dritte Platz. Wieder ein besserer Start. Doch, aber das war ziemlich souverän jetzt. Okay. Gut, dann schauen wir mal, ob wir die Gute füttern können.
Dann schauen wir erst nochmal auf die Fantasie. Wir schauen jetzt erst nochmal auf die Fantasieinsel. Und dann rüber. Aufgabe abgeschlossen. Okay, dreimal Schatztruhen drin und besuche die Ranch eines Freundes. Okay, drei Plätze haben wir hier noch. Könnte ja theoretisch der klassische General rein. Meerjungfrau. Da haben wir die Heli. Aber wir haben noch Stufe 1. Hatte ich doch neulich gesehen erst. Ne, wir haben auch Stufe 3. Okay, dann brauchen wir den. Dann können wir den trainieren. Lassen wir ihn draußen. Der wird trainiert zum Verkaufen. Gut. Ja, sonst wird hier momentan nicht gezüchtet. Dann auf nach Großbritannien. Hier ist eine Zucht fertig, und zwar der Wassermann. Gute Julia. Ich glaube, die war aber auch zum Verkauf. Na, Stufe 2. Ich schreibe erstmal VK hinter. Wir gucken gleich mal. Weil, genau. Die Sonja ist unser, genau, Stufe 2 Stütchen. Dann züchten wir hier nochmal. Xavier. Und Sonja. Genau. 13% Chance. Nee, es wird nichts. Der Baldi. Gut. Dann schicken wir doch die gute Julia auf die Weide. Können wir den Bola hinterher schicken. Und Ina möchte... Oh, wir haben Salat. Sehr gut. Oder es sieht eher aus wie ein Wrap. Aber gut. Da stimmt irgendwas nicht. Sieht irgendwie komisch aus. Jetzt sieht es besser aus. Ja, dann können wir mit ihr noch das vierte Rennen jetzt laufen. Jetzt ist sie hier unten. Dann können wir ja gleich nochmal schauen, bei wie viel jetzt unsere Rezeptanteile liegen. Wird wahrscheinlich noch nicht so hoch sein, aber ein paar Tage haben wir ja noch. Ist auf jeden Fall sehr schön, dass es sich mal abwechselt. Momentan können wir mal mit Ina laufen und dann mal mit Faith. Je nach Wetterlage. Gut. Wie sieht's aus? Ja, 19, okay, das ist nicht so gut. Aber mal schauen. 20 Stunden noch. Ja, Pasofino. Ich glaube, wenn wir einfach mal sehen könnten, was mache ich denn hier? Azteca war ja, glaube ich, auch, ne? Und, je nachdem, ich würde gerne mal sehen, wie es aussieht. Wenn man das vorher noch sehen könnte, würde ich mich entscheiden, ob wir ein Pasofino nehmen oder dann doch lieber als Azteca. Self-Rosé möchte ich schon ganz gerne freischalten und der Trakehner, wenn möglich, aber ich glaube, das wird sehr schwierig. Weil wir ja auch keine Smaragde dann sammeln können, ne? 121 reicht, glaube ich, nicht für alles. Aber gut. So, dann müssen wir noch einmal nach Frankreich schauen. Ach so, dann sollten wir hier mal... Ach, da steht schon VK. Sehr gut.
Dann würde ich sie auch nochmal mit auf die Fantasieinsel schicken zum Trainieren. Und dann können wir den guten Prinz gleich mit hinterher schicken. Und dann haben wir da unten schon mal ein paar Trainingspferde. Gut. Ja, dann versuchen wir es mit den beiden hier nochmal. Auch wieder 30% Chance. Auch Stufe 3. Aber auch heute wird es nichts. Die Edda. Okay. Haben wir hier immer noch einen American Saddlebred stehen. Der Brave Star. Die würde ich ja schon ganz gerne noch nach Montana bringen. Haben wir hier noch mehr? Oder hatte ich die nur zum Züchten hier rübergebracht? Das kann natürlich auch sein. Habe ich dann aus den Augen verloren und dann steht er hier. Na gut, dann schicken wir dich noch, wenn möglich, nach Montana. So. Ja, die Aufgabe mit der Montana-Oase habe ich ernte 8 rote Salate. Vielleicht sollte ich ja auch mal weitermachen. Mit den Aufgaben. Ein Bauernhof der Stufe 5 in Holm 5. Das sollte... Na gut, je nach Level. Obwohl, ich glaube, die kosten dann auch schon Diamanten, ne? Ja, dann lassen wir es lieber. Ja, Holm 5. Ich denke mal über 3000 Diamanten. Dann erstmal allein Stufe 6. Stufe 7 dann wahrscheinlich auch. Stufe 7 in Füssen hatten wir ja schon gesehen. Irgendwie 3800. Und in Deville... Das soll das nächste machbare sein. 2000. Ja, fehlen ein paar hundert. Das sollten wir aber hoffentlich dann mit den Sternzeichen rauskriegen. So. Du kannst auch nochmal trainieren. So, dann schauen wir jetzt nochmal zu unserem kleinen Fiona-Stütchen. Nochmal Salat. Ich hoffe, wir haben noch genug. Ja. Rotes Futter. Ja, der Melonensalat wäre mir wieder mal am liebsten. Der bringt ja am meisten Erfahrungspunkte. Dann hätten wir nämlich schon mal schauen können, ob wir noch züchten können mit ihr schon mal. Aber so wie das momentan aussieht, wird es schwierig. Na, 14 Kirschen sollte klappen, aber ja, 4 möchte sie. Müsli-Riegel. Na gut, wir gucken mal, wenn sie sich dann jetzt doch die besseren Sachen raussucht, versuchen wir es noch. Und sonst mache ich das nochmal im Off. Ja. Dann können wir sonst beim nächsten Mal anschauen, wie sie erwachsen aussieht. Ich glaube, hat sie dann nicht... Oh, gut, das sieht man hier nicht. Hat sie dann nicht so ein bisschen Silber im Haar? Oder zumindest hellere Spitzen? Und auf Stufe 3 ist das dann so goldgelb. Naja, scheint momentan nicht so gut zu laufen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja, hoffentlich klappt das jetzt mit der Fiona-Zucht. Dann ja, hoffe ich einfach mal, dass wir dann doch bald noch genug Diamanten zusammenbekommen, dass wir auch in Deville die Oase einfach erweitern können. Dann ja, können wir... Zumindest ein bisschen entspannter in die Zukunft sehen, was die ganzen neuen Pferde angeht. Und ja, ich hoffe mal, dass ihr Glück habt und auch bei den Rezepten die Abschnitte bekommt, die ihr noch braucht. Oder habt ihr vielleicht Tinte schon? Momentan steht ja Tinte ganz vorne. Ich weiß gar nicht, ob wir auch danach noch die Chance haben, halt für die uns fehlenden Rezepte was zu holen. Ich hoffe es ein bisschen. Und ja... Dann wünsche ich euch einfach viel Glück bei euren eigenen Zuchten, wenn ihr Horsehaven spielt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!